Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von holase-linuxgaming.de. Du willst also ein echter Hardcore-Linux-Gamer werden. Davon gehe ich jetzt erstmal aus, sonst würdest du dir ja dieses Video nicht ansehen. Du kennst das Betriebssystem noch nicht so wirklich, aber natürlich weißt du schon, was auf dich zukommt. Die ersten paar Bücher zum Thema Entwicklung und Linux-Kernel sind schon bestellt und auf dem Weg zu dir. Zum Masterstudiengang Informatik bist du auch schon angemeldet, dein Kühlschrank ist voller Fertiggerichte sowie einigen Tiefkühlpizzas, dein Bart nimmt zukünftig weihnachtsmannartige Ausmaße an und 15 Kannen Kaffee stehen schön heiß aufgereiht in der Küche und warten darauf, konsumiert zu werden. Was wäre, wenn ich dir an dieser Stelle sage, dass du das alles nicht brauchst, um dich mit Linux anzufreunden? Im Vergleich zu früher sind heutzutage keine Superkräfte oder dunklen Mächte mehr notwendig, um ein Linux-Betriebssystem zu betreiben. Klar, grundlegende Fähigkeiten auf Terminal-Ebene können nicht schaden, aber zwingend benötigt werden diese schon lange nicht mehr. Im Gegenteil, von Jahr zu Jahr wird Linux auf dem Desktop immer einfacher zu bedienen und verliert oberflächlich immer mehr seinen Nerd-Charakter von früher. Komplexe Kommandozeileneingaben müssen an vielen Stellen nicht mehr vom Anwender selbst mühsam eingetippt werden, sondern werden mit einem Klick auf einen Button ausgelöst. Beginnen wir doch einfach mal mit der Installation deines persönlichen Linux-Betriebssystems. Ich gehe an dieser Stelle einfach mal davon aus, dass du einen blitzeblanken PC ohne vorinstalliertes Betriebssystem hast und darauf Linux zaubern möchtest. Das hast du nicht? Nicht schlimm! Zum Üben eignet sich auch eine virtuelle Maschine unter deinem aktuellen Betriebssystem. Du fütterst also deinen PC, sei er echt oder virtuell, mit einer Installations- oder Boot-CD der Linux-Distribution deiner Wahl. Ja, es gibt viele Distributionen und nein, nicht alle aktiv weiterentwickelten Distros eignen sich für Anfänger. Weil ich persönlich keinen noch einfacheren Einstieg kenne, schlage ich vor, wir hangeln uns an einer Linux-Mint-Installation entlang. Es handelt sich dabei um die Version 18.2, aber wenn deine Version eine jüngere, sprich eine Version mit höherer Nummer ist, sollte das alles eigentlich kein Problem sein, beziehungsweise genauso funktionieren. Du legst bzw. hängst den Installationsdatenträger also nun in deinen PC und schreitest zur Tat. Startet deinen Rechner vom Installationsdatenträger, siehst du dich mit einem Menü konfrontiert, in dem du den Punkt Start Linux Mint auswählst. Die restlichen hier gezeigten Punkte interessieren uns erst einmal nicht und werden ignoriert. Schließlich wollen wir schnell loszocken. Worauf du nun wartest ist, dass das Linux-Betriebssystem Mint ein Live-System vom Installationsdatenträger startet, also ein Betriebssystem hochfährt, das nicht auf deinem PC installiert ist und komplett vom Datenträger in dein Arbeitsspeicher landet. Das kann unter anderem Umständen interessant sein, falls du mal Daten von einer Festplatte retten möchtest oder einfach nur kurz ein Betriebssystem auf deinem Rechner ohne Installation brauchst. Wir nutzen die Oberfläche aber zur Installation von Mint. Auf der linken Seite siehst du ein CD-Symbol mit dem Schriftzug Install Linux Mint. Da jetzt mal schön entspannt einen Doppelklick drauf und schon geht das los. Als Sprache solltest du Deutsch wählen und anschließend auf Weiter drücken. Die Installation von Drittanbietersoftware haken wir an. Das bringt uns ohne viel Murren Unterstützung für einige Grafikkarten, WLAN-Chips und diverse weitere Annehmlichkeiten des modernen Computerlebens. Nun noch auf Weiter und dann geht das weiter. Jetzt kurz hergehört und aufgepasst, der nächste Abschnitt entscheidet darüber, wie du dein neues Linux-Betriebssystem installieren möchtest und welche Auswirkungen das auf deine Festplatte hat. Ist noch ein weiteres Betriebssystem installiert, bekommst du hier angeboten, das neue System parallel zu dem alten zu installieren. Im Regelfall funktioniert das ganz gut, kann aber auch in die Hose gehen. Ich persönlich hatte seit Jahren keinen Fehlerfall mehr damit, nutze aber auch seit Jahren kein anderes System außer Linux mehr. Wie gesagt, ich gehe eigentlich davon aus, dass dein Computer komplett leer ist, gebe also keine Garantie für irgendwelche Weltuntergänge an dieser Stelle. In dieser Anleitung wählen wir auf jeden Fall den Punkt Festplatte löschen und Linux Mint installieren. Das sollte übrigens sowieso da stehen, falls kein anderes Betriebssystem vorhanden ist. Unten drunter kannst du noch auswählen, ob die Installation verschlüsselt werden soll oder nicht. Auch die Option LVM zu aktivieren ist hier gegeben. Das interessiert uns beides momentan noch nicht. Wir backen kleine Brötchen und wollen das System an sich erstmal kennenlernen.
Die Warnung nach dem Klick auf Weiter nehmen wir zur Kenntnis und bestätigen wiederum mit Weiter. Nun beginnt der Kopiervorgang bereits im Hintergrund. Während schon die ersten Bits und Bytes von A nach B transportiert werden, darfst du als Nutzer noch darüber entscheiden, in welcher Zeitzone du dich befindest, welche Sprache deine Tastatur hat und abschließend unter welchem Namen dich dein Betriebssystem kennenlernen darf. Der Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt, solange du dich später noch daran erinnern kannst. Ich empfehle es, simpel zu halten. Weil wir faul sind und darüber hinaus ziemlich sicher, dass niemand sonst an unserem PC möchte, markieren wir automatisch Anmelden. Natürlich kannst du an dieser Stelle auch etwas anderes wählen, ja sogar aktivieren, dass dein Home-Verzeichnis, deine eigenen Dateien sozusagen, verschlüsselt werden. Wie es beliebt, du bist ja schließlich schon groß. Jetzt heißt es abwarten, bis das System seine Arbeit erledigt hat. Im Test dauerte das ab hier circa 5 Minuten. Kein Witz, das geht wirklich so schnell. Wenn die Geschichte abgeschlossen ist, wirst du als Anwender gefragt, ob du noch ein bisschen das Live-System weiter testen möchtest oder ob du jetzt gerne neu starten möchtest, um dein frisch installiertes System zu begutachten. Wir wählen selbstverständlich in extremer Ungeduld jetzt neu starten und warten einen kleinen Moment ab. Bei einem echten PC solltest du den Installationsdatenträger entfernen, damit dieser beim Hochfahren nicht dazwischen funkt. Da ist er nun, dein Desktop, dein frisch installiertes Betriebssystem und du fragst dich bestimmt, wie komme ich jetzt an Steam? Gute Frage. Richtige Frage. Lässt sich leicht beantworten. Du manövrierst also deinen kleinen Mauszeiger nach unten links in die Ecke auf dieses grün-weiße M. Das ist quasi dein Startbutton, wie du ihn vielleicht schon kennst. Es öffnet sich ein Startmenü. Du solltest bereits den Punkt Anwendungsverwalten rechts mittig sehen können. Falls das nicht der Fall ist, tipp doch einfach mal drauf los. Und da ist er auch schon. Drück mal herzhaft Enter. Der Bereich, den du jetzt betrittst, ist potenziell gefährlich für das System, da hier elementare Dinge geändert werden können. Weißt du noch das von dir vergebene Passwort aus der Installation? Gut. Dann tippe das mal dort ein und lass deinen Finger im Anschluss erneut auf Enter landen. Es öffnet sich die Anwendungsverwaltung. Quell diverser installierbarer Programme und somit genau das, was wir jetzt brauchen. Siehst du die Suchleiste oben links mit der Lupe? Pflanz dort mal den Mauszeiger hin. Klicke und schreibe Steam und drück Enter. Ganz oben sollte der Punkt Steam, Valve's Steam Digital Software Delivery System, neben einigen anderen Punkten erschienen sein. Doppelklick diesen Lümmel mal. Eine detaillierte Beschreibung öffnet sich, wo unter anderem der Hinweis nicht installiert zu lesen ist. Kein Ding, rechts davon ist ein mysteriöser Button Installieren hinterlegt. Was der wohl macht? Klick mal drauf. Den Nutzungsbedingungen von Steam musst du noch kurz zustimmen. Unten von I decline auf I agree wechseln und dann rechts auf Vordrücken. Nach einigen Sekunden ist der Drops auch schon gelutscht. Steam ist installiert. Du glaubst mir nicht? Klick nochmal auf das grün-weiße M unten links und navigiere den sexy Mauszeiger auf Spiele. Na? Habe ich zu viel versprochen? Das ist dein Steam. Klick mal drauf. Dass Steam sich jetzt erstmal aktualisiert, ist vollkommen normal und sollte dich nicht aus der Bahn werfen. Abwarten und Mate trinken. Alternativ ist jetzt der optimale Zeitpunkt für eine Pipi-Pause. Gleich geht es weiter. Wenn sich Steam zu Ende aktualisiert hat, dann wählst du in der Begrüßungsmaske noch Logging to an existing account, trägst deine Daten ein und lässt dir von Valve eine Sicherheits-E-Mail zukommen. Die sind da echt fix, das dauert nicht so lange. Wenn du die Daten erhalten hast und somit Zugriff auf deinen Account erhalten konntest, solltest du jetzt Steam in seiner vollen Pracht bewundern können. Jetzt kommt allerdings der Hand-aufs-Herz-Moment. Fahr mal mit der Maus auf den Punkt Library. Hier siehst du ganz oben den Eintrag Steam OS und Linux und darunter den Eintrag Games. Jeweils dahinter stehen Zahlen in Klammern. Der Wert hinter Games, das sind alle Spiele, die du über Steam besitzt. Der Wert hinter SteamOS und Linux, das sind die Spiele, die du nativ mit Linux spielen kannst. Halt, stopp! Wo willst du denn hin? Moment, warte kurz! Hör mir wenigstens noch kurz zu! Klar, unter Linux fehlen da jetzt ein paar deiner Spiele, aber sieh's mal realistisch. Schau dir die Liste unter Games nochmal genau an. Ich weiß, da sind wirklich gute Spiele dabei, aber mal Hand aufs Herz.
Spielst du die alle noch aktiv? Also sagen wir mal mindestens einmal im Monat? Wenn du ehrlich bist, dann ist die Liste der Spiele, die schmerzen, doch gleich ein Stück kleiner geworden, oder? Für den Rest habe ich vielleicht einen Tipp, wie du doch auch unter Linux in den Genuss dieser Spiele kommen kannst. Aber dazu gleich mehr. Jetzt atmen wir erstmal ganz entspannt ein und wieder aus. Und dann geht das weiter mit der Tour. Also, SteamOS und Linux. Jeder Titel, der hier gelistet wird, kann praktisch jetzt von dir installiert und gespielt werden, wie du es von deinem vorherigen Betriebssystem gewohnt bist. Ah, ich sehe schon, es funkelt in deinen Augen. Du willst wissen, was für einen Tipp ich gemeint haben könnte für die anderen Spiele, stimmt's? Die hier nicht gelistet sind. Na schön, begeben wir uns in das Reich von Wine. Nein, ich möchte dich nicht zum genüsslichen Alkoholkonsum verführen. Wine ist der Name einer Software, die es unter Linux ermöglicht, Windows-Programme auszuführen, unter anderem auch Spiele. Primär Spiele. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Da du jetzt speziell deine Steam-Spiele vermisst, machen wir jetzt Folgendes. Zuerst besorgen wir dir ein Wine Steam, also ein eigentlich für Windows gedachtes Steam-Programm, das wir mit Wine unter Linux ausführen. Dafür brauchen wir ein Zusatzprogramm, das sich Play on Linux schimpft. Klick nochmal auf dieses niedliche weißgrüne M in der linken unteren Ecke und öffne nochmals die Anwendungsverwaltung, sofern du sie zuvor geschlossen hast. Dort angekommen tippst du in das Suchfeld Play on Linux ein und drückst Weiter. Enter. Der Eintrag, der jetzt gefunden wird, Play on Linux Frontend für Wine, wird nun von dir doppelgeklickt und du wählst Installieren aus. Nach einer kurzen Wartezeit steht dir auch dieses Programm unter dem grün-weißen M unten links Kategorie Spiele zur Verfügung. Öffne das Programm mal. Wie du siehst, siehst du nichts. Das Fenster, was sich öffnet, ist relativ leer. Links gibt es den Punkt Installiere ein Programm. Klick dort mal drauf. Es wird ein Suchfenster geöffnet. Trage die Suchleiste mal Steam ein und warte, was passiert. Das typische Steam-Symbol und der Schriftzug Steam sollten unter anderem erscheinen. Klicke diesen Eintrag mal an und wähle dann unten rechts den Button Installieren. An dieser Stelle folgen diverse Infomeldungen, die man mit Weiter bestätigen kann. Der Installer lädt die Windows-Steam-Variante sowie alles, was dafür benötigt wird, herunter und installiert diese. Gegebenenfalls erscheinen weitere Installationsaufforderungen, Mono, Gecko oder .NET Framework, die du mit Installieren ebenfalls hinzufügen solltest. Daraufhin startet die eigentliche Installation des Steam-Klienten, die du durchklicken kannst. Zwischendurch fragt dich Play on Linux nach deinem Grafikkartenspeicher. Diesen Wert solltest du wahrheitsgemäß eintragen. Ist die Installation abgeschlossen, kannst du den Punkt Steam im Play on Linux Fenster anklicken und mit dem Ausführen-Button oben links den Steam Launcher starten. Vermutlich schickt dir Steam wieder eine E-Mail zur Sicherheit. Startet Steam dann schlussendlich, kannst du nun unter Games oder Spiele wie gewohnt all deine Spiele aufrufen und installieren. Leider muss ich dir der Ehrlichkeit halber sagen, dass ich dir nicht versprechen kann, dass dein Spiel nun auch laufen wird. Versuch es einfach mal. Funktioniert es nicht, gib noch nicht auf, denn es gibt noch eine Quelle im Netz, die ich dir näher bringen möchte und die dir helfen könnte. Das artet ja hier fast schon in Arbeit aus, magst du vielleicht schon gedacht haben. Schon ein bisschen, ja, da gebe ich dir recht. Ich kann dich nur bitten, am Ball zu bleiben und dir versprechen, dass ich persönlich meinen Umstieg auf Linux nicht bereue und bis heute nicht ein einziges Spiel vermisse. Wir machen erstmal weiter, ja? Womit wir uns beschäftigen möchten, ist eine Website, die WineHQ oder WineHQ heißt. Man findet sie unter winehq.org. Hier treffen sich Linuxer und auch Nutzer anderer Betriebssysteme und bieten Informationen zu Programmen, die mittels Wine unter Linux ausgeführt werden können oder auch eben nicht. Falls du ein Spiel in deiner Steam-Library hast, das unter Linux selbst mit Play on Linux nicht funktioniert, dann kannst du vermutlich hier mindestens einen Beitrag dazu finden und nachlesen, ob es anderen Nutzern auch so geht oder welche Kniffe du anwenden musst, damit dein Spiel doch noch funktioniert. Nutze einfach die Suchleiste oben rechts und toi toi toi, dass du eine Lösung findest, sofern du überhaupt ein Problem hast. Vielleicht interessierst du dich aber auch für ein paar Spiele abseits deines bisherigen Einzugsbereichs?
Großartige Quellen für Spiele unter Linux sind beispielsweise das HumbleBundle.com oder GOG.com. Aber auch itch.io bekam in der Vergangenheit mehr und mehr Titel für das Linux-Betriebssystem hinterlegt. Ebenfalls lassen sich Spiele unter Linux auch direkt über die von dir bekannte Anwendungsverwaltung installieren. In den Paketquellen befinden sich Stand August 2017 1279 Spiele, die nur darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Ob das alles großartige AAA-Titel sind? Mitnichten! Aber viele von diesen kleinen, grafisch nicht so anspruchsvollen Spielen enthalten viel Liebe freiwilliger Entwickler und können, wenn man sich darauf einlässt, viele Stunden Spielspaß mit sich bringen. Falls du nicht weißt, wo du anfangen sollst, empfehle ich dir die Suchbegriffe Mindtest, SuperTuxCard, WestNot, Warzone 2100 oder NextWiz. Schau es dir mal an, ich persönlich liebe diese Spiele. Wenn du all diese Spiele durchgesehen hast und trotzdem noch Nachschub brauchst, lege ich dir das Projekt PlayDeb ans Herz. Auf playdeb.net kann ein sogenanntes PPA in dein Mint-Betriebssystem eingebunden werden, was die Knöpfe auf der Webseite mit Funktionen versorgt. Ist das PPA einmal installiert, kann man sich durch den Reiter Games auf playdeb.net navigieren und die dort gelisteten Spiele über Install This Now direkt auf sein System aufspielen. Ah, fast vergessen, die installierten Spiele findest du in 99% der Fälle unter deinem Reiter Spiele in deinem Startmenü. Grün, weißes M unten links. So, das soll's fürs Erste gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, dich zu einem echten Linux-Gamer zu machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du noch viele Fragen hast und kann dir auf keinen Fall garantieren, auf alle Fragen eine Antwort zu haben. Aber ich biete dir an, deine Fragen unter diesem Video zu stellen oder uns direkt auf holase-linuxgaming.de zu besuchen. Dort erfährst du ebenfalls unglaublich viel über Linux-Gaming, also Spielen unter Linux, und kannst zusätzlich im IRC-Chat oder im Forum Fragen stellen, die dich als Einsteiger beschäftigen. Wir helfen, wo wir können. In diesem Sinne, viel Spaß noch als Linux-Gamer und man sieht, schreibt und spielt sich. Natürlich unter Linux.